Eines scheint mir klar, meine Damen und Herren, wer sich nicht mit dem Thema Optionen beschäftigt, der kann auch nicht verstehen, was derzeit an den Aktienmärkten abläuft. Morgen ist bekanntlich der kleine Verfall. Da wird abgerechnet, da werden sehr viele Optionen dann verfallen und das dürfte dann nochmal starke mechanische Bewegungen nach sich ziehen. Derzeit ist ja viel die Rede von diesen Zero Days Till Expiry Optionen, also die Optionen, die noch am selben Tag verfallen. Wir haben derzeit Volumina da, die noch nie gesehen wurden in diesem Bereich. Das ist der neue Volkssport geworden und eigentlich müsste der Markt heute deutlich fallen. Er tut es nicht, weil eben am Optionsbereich, im Optionsmarkt bestimmte Dinge ablaufen, die verhindern, dass wir heute einen tieferen Rutsch bei den Indizes sehen, die eigentlich, was die Nachrichtenlage, was die Entwicklung der ganzen Situation betrifft, überfällig wäre, aber eben nicht passiert. Aber was passieren wird, ist, dass wir ziemlich straight auf einen Flash Crash zulaufen, aufgrund dieser Optionen, aufgrund dieser Zero Day Till Expiry Optionen, also diesen ultra kurz laufenden Optionen. Das sage ich ganz nüchtern, nicht, dass Sie sagen, man widerspricht davon Crash. Nein, ich spreche von einem Flash Crash, also von einer heftigen, krassen Bewegung, wie wir sie schon öfter an den Märkten gesehen haben. Warum das so ist, versuche ich in diesem Video auszuführen. Schauen wir uns zunächst mal an, wie war die Situation vor zwei Wochen. Da haben die Märkte eingepreist, eine weitere Zinsanhebung, nämlich die im März, und dann zwei Zinssenkungen in 2023. Heute werden drei bis vier Zinsanhebungen eingepreist. Keine Zinssenkung, ziemlicher Unterschied, wie ich finde. Dennoch ist jetzt die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Fed vielleicht sogar deutlich über 5 1/4, vielleicht sogar bis 6% die Zinsen anheben muss. Aber die Aktienmärkte interessiert es nicht, die Renditen interessiert es, die Fed Fund Futures preisen das ein, der Devisenmarkt preist das ein, die Aktienmärkte preisen es nicht ein. Die Fed Fund Futures erwarten jetzt die Terminal Rate für Juli, also den Gipfelpunkt der Zinsen, bei 5,267%. Ende Januar, also vor zwei Wochen um und bei, waren es noch 4,86%. Ein ziemlich großer Unterschied. All das wurde dann nochmal befördert durch die US-Erzeugerpreise. Viel, viel höher als erwartet. Die Pipeline-Inflation, nicht nur waren wir heute mit plus 0,7 statt plus 0,4 deutlich höher. Auch was den Vorjahresvergleich angeht, 6,0 statt 5,4%. Auch der Vormonat wurde sehr deutlich nach oben revidiert und damit ist diese Inflation ist praktisch schon vorbei, Sager, eigentlich komplett tot. Dementsprechend Kommentare von Mester, FED-Mitglied, die gesagt hat, naja, ich habe schon Anfang Februar bei der Sitzung, bei der letzten Sitzung der US-Notenbank eigentlich gesagt, es gibt eigentlich sehr gute Gründe, die Zinsen nochmal um 0,5% anzuheben. Und jetzt hatten wir am Dienstag die US-Verbraucherpreise zum Vorjahresmonat höher als erwartet. Wir hatten die super starken Einzelhandelsumsätze gestern, heute die sehr heißen Erzeugerpreise. Also die Geschichte ist jetzt nicht gerade weniger dringlich geworden, könnte man sagen, als Mester das geäußert hat, dass sie schon Anfang Februar eigentlich eine gute Begründung für eine stärkere Zinsanhebung, also 0,5 statt 0,25 gegeben hat. Das war vorbörslich, da ging es nochmal richtig nach unten, aber dann kamen die Optionchen, dazu gleich mehr. Jedenfalls sehen wir hier mal, dass immer klarer wird, dass die Zinsen wahrscheinlich höher ansteigen müssen. Hier mal die Inflationsprognose vor einem Jahr. Da hat man gedacht, dass wir also jetzt schon um und bei naja, unter 3% sein werden. Jetzt sind wir bekanntlich über der Marke von 6%. Und wenn es gut läuft, werden wir dann, wenn diese Prognosen hier eintreffen, dann eben Ende 2024 da sein, wo wir vor einem Jahr gedacht hatten, dass wir jetzt schon längst da wären. Gleichzeitig sehen wir unten eben, dass die Wetten, dass die Einpreisungen weiterer Zinsanhebungen durch die Fed zunehmen. Das sehen wir dann auch natürlich am Anleihenmarkt. Die 10-jährige Anleiherendite 3,84%, höchster Stand in diesem Jahr. Wir waren bei 3,85, glaube ich, heute schon. Dann sehen wir, dass der Spread zwischen den S&P 500 Earnings Yield und der Rendite der 10-jährigen US-Anleihe so gering ist wie seit dem Jahr 2010 nicht mehr. Mit anderen Worten, Aktien sind teuer, die Aktienmärkte sind teuer, wenn man das mal so übersetzen will. Und hier sehen wir auf der anderen Seite, dass das eigentlich
ja, gegen den monetären Faktor läuft. Der monetäre Faktor ist der wichtigste. Also das Thema Liquidität. Hier sehen wir mal die Liquidität der US-Banken bei der Fed, die sie dort hinterlegen, parken. Und wir sehen, die geht latent weiter nach unten, die Aktienmärkte, aber gehen nach oben. Mithin hat sich also die Liquiditätssituation verschlechtert, die Aktienmärkte steigen weiter. Wir sehen zum Beispiel auch die Lending Standards, also das, was praktisch die Standards, mit denen Banken Kredite an Firmen zum Beispiel vergeben, die werden durchaus rigider. Es ist nicht so, dass da sozusagen ganz heile Welt herrscht, aber jetzt kommen wir mal zu den Optionen. Die Hälfte der jetzt beim S&P 500 Aktien oder bei Triple Q, also dem Nasdaq ETF, Sie wissen, was ich meine, auf jeden Fall die Hälfte der gehandelten Optionen sind Optionen, die in weniger als 24 Stunden verfallen, also ultra kurz laufende Optionen. Was bedeutet das? Der Market Maker, der Anbieter dieser Optionen, der Verkäufer dieser Optionen, der wettet ja praktisch gegen den Käufer dieser Option, kauft also John Smith eine Call-Option auf Tesla. Dann muss der Market Maker hoffen, naja, hoffentlich fällt Tesla. Wenn aber Tesla nicht fällt, dann will er dieses Risiko nicht gehen, dass der John Smith gewinnt, sondern er muss gucken, dass er sich schadlos hält. Was macht er? Er kauft das entsprechende Underlying. Er kauft also die Tesla-Aktie physisch, um, wenn diese Wette hier des Kunden aufgeht, der diese Call-Option auf Tesla gekauft hat, abgesichert zu sein, abgehedged zu sein. Er hat dann immer noch seine Marge über Gebühren etc. etc. Dementsprechend kann es passieren, dass wenn ein kleiner Kunde für ein paar Dollar eine einzige Option kauft, dass dann der Market Maker bis zu 100 Aktien des betreffenden Underlyings kaufen muss, in dem Fall etwa beispielhaft Tesla. Wir sehen also, welche Mechanik da im Spiel ist, wie praktisch ein Ultrahebel hier im Spiel ist, und das ist genau hier nochmal das Beispiel Tesla. Hier sehen Sie mal das Optionsvolumen bei Tesla, teilweise absolut krank, was da der Fall ist. Tesla immer mit Abstand die Nummer 1 jeden Tag. Und wenn wir jetzt hier nochmal kurz zu dem Geschehen, morgen ja ein kleiner Verfall, die Marke von 4100, die ist sehr, sehr wichtig im S&P, da sind wir heute drunter. Dann schnell wieder Call-Option gekauft, bums, 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 und schön wieder drüber geschoben. Die Gefahr ist hier, dass es hier zu einem Chaos kommt, zu einem Flash-Crash kommt, wie wir ihn 2018 mit dem sogenannten Wormageddon mal gesehen haben. Damals wetteten alle auf einen fallenden VIX, also auf eine fallende Volatilität. Das ging monatelang gut, ging gut, Gewinne gemacht, bis es nicht mehr gut ging. Und dann flog all das mit einem Schlag in die Luft. Der S&P 500 verlor in wenigen Minuten 5%. Der VIX stieg um 116%. Und ein ähnliches Szenario ist hier durchaus möglich, wenn nicht gar wahrscheinlich, nämlich wenn Hedging Imbalances auftreten, wenn also jemand nicht schnell genug gehedged ist, als Market Maker nicht sozusagen in der Lage ist, diese Positionen, die hier eingegangen sind, abzuhedgen. Das ist normalerweise eine Frage der Zeit, bis das passiert. Marco Kolanovic warnt deshalb vor diesem Wormageddon 2.0. Wie gesagt, das war im Februar 2018, also jetzt genau vor 5 Jahren, ziemlich genau vor 5 Jahren. Natürlich sagt er, wiederholt sich Geschichte nicht, aber sie reimt sich eben oft, und hier könnten extreme Ungleichgewichte entstehen, wenn irgendwas passiert, was jetzt irgendwie nicht so auf dem Schirm der Marktteilnehmer ist, und plötzlich geht etwas in die andere Richtung, und dann müssen alle plötzlich durch eine ganz enge Tür durch, die Market Maker müssen sich abhatchen, die Callkäufer, die müssen dann oder wollen dann ihre Position loswerden, und so kann alles sehr, sehr schnell gehen. Das ist im Grunde ein Freifahrtschein für den nächsten Unfall, den wir hier sehen. Hier nochmal dieses Wormageddon vor genau 5 Jahren, 5. Februar 2018. Hier sehen wir dann eine Liquiditätskaskade, wie Spot Gamma, einer der besten Seiten für Optionen, hier beschreibt. Der VIX, wie gesagt, 116% gestiegen, der S&P 500 mal eben 5% gefallen. Da hat es plötzlich viele, viele Leute aus dem Fenster geblasen. Und jetzt sehen wir, dass eben nach wie vor viel Liquidität gerade bei diesen Privatkunden der Fall ist. Hier sehen wir mal Commercial Bank Loans im Jahr 2022. Da hat man nochmal richtig schön Kredite vergeben, die Amerikaner, bis auf die Oberkante, Unterlippe, schön mit Kreditkartenschulden.
Komme, was wolle, wir leben auf Pump, hurra, hurra. Und wenn etwas nach unten geht, dann wäre das jetzt wahrscheinlich aufgrund erstens der Hedgefonds, die massiv in den Markt gesogen wurden, die durch ein Short Squeeze rausgekegelt sind, erstmal aus den Short-Positionen, dann die Long-Position, gerade in Tech-Aktien mitgegangen sind, dann CTAs, Vermögensverwalter, die sind jetzt auch über beide Ohren richtig long. Und heute so der Verdacht, hat man so ein bisschen die Märkte eben zum Beispiel mit Tesla Calls nach oben gepumpt, mit eben Calls auf Aktien, die eben besonders marktschwer sind, wie zum Beispiel Apple. Aber was ist jetzt die Geschichte eben vor dem morgigen Verfall? Wenn nämlich jetzt diese Optionen auslaufen, dann haben die Market Maker ja zum Beispiel Tesla, ich hatte dieses Beispiel erwähnt, Tesla-Aktien physisch gekauft, um sich abzusichern, aber wenn die Optionen enden, dann können sie die Absicherungsposition auflösen. Das heißt, sie verkaufen dann die Tesla-Aktien und dementsprechend halte ich es für gut möglich bis wahrscheinlich, dass wir morgen einen eher schwächeren Handelstag sehen. Weil eben, oder im Vorfeld jetzt des Verfalls, weil eben letztendlich hier Absicherungsnotwendigkeiten entfallen. Jetzt ist schlichtweg die Situation, die Märkte, die Aktienmärkte ignorieren alles. Das wiederum zwingt die Fed weiter, die Zinsen anzuheben. Dadurch wird irgendetwas kaputt gehen, dadurch wird ein großer Unfall passieren, dadurch wird die Fed dann würde die Zinsen senken müssen. Wir sehen hier die Financial Conditions, die sind jetzt desto lax. Wie genau vor einem Jahr, als es noch gar keine Zinsanhebung gegeben hatte. Damals lag also der Leitzins noch bei 0,0%, damals auch keinerlei Reduzierung der Bilanzsumme. Also da ist natürlich etwas im Gange. Wir sehen dann diese Rallye etwa bei Meme-Aktien, diese Meme-Stocks. Allerdings, wenn man sich den größeren Zusammenhang mal anschaut, also AMC, Bed Bath & Beyond, wie dieser ganze Schrott letztendlich auch heißt, ist egal. Jetzt kommen wieder die Jünger von AMC und sagen, was, du hast doch gar nicht verstanden, worum es da geht. Das ist doch ein ganz tolles Unternehmen. GameStop gehört die Zukunft. Ich weiß, ich kenne den Sermon. Hier sehen wir jedenfalls diese Erholungen, diese massiven Dinge sind im übergeordneten Kontext jedenfalls eine Quantité negligible, wie der Franzose sagt. Unten sehen wir nochmal Short Covering in Tech Stocks. Jetzt der größte oder der zweitgrößte Short Covering, also Eindeckung von Short Positionen in den letzten 12 Jahren. Ja, auch das erklärt diese Bewegung insgesamt. Auch hier nochmal Earnings per Share Yield Gap versus 6 Months T-Bill. Also jetzt mal ein Vergleich zwischen 6-monatiger Anleihe, die 5% gibt, und praktisch die Bewertung des S&P 500. Dann kann man sagen, ist so teuer, der Aktienmarkt ist so teuer, wie eigentlich zuletzt in der kurz vor Platzen der Dotcom-Blase. Wir sehen hier die das Risk Premium, also die Risikoprämie, die ich bekomme, wenn ich Aktien handle. Habe ich eine Anleihe, weiß ich genau, aha, ich kriege so und so viel Rendite, das ist klar. Dann kaufe ich eine Aktie, weiß ich ja erstmal nicht, was passiert. Also habe ich da praktisch eine Risikoprämie, die ich einfordere. Die ist jetzt so niedrig wie seit 2007 nicht mehr, also kurz vor der Finanzkrise. Und jetzt sind die Daten eben so gut. Hier sehen wir mal rechts den City Economic Surprise Index, dass das bullische Narrativ immerhin einen Punkt hat. Zunächst mal nämlich das Soft Landing Motiv. Hier sehen wir, dass die Atlanta Fed jetzt ihre Erwartung für das BIP im ersten Quartal auf 2,5% angehoben hat. Sven Henwick hier sarkastisch, naja, noch 5 Zinsanhebungen und dann haben wir 5% Wachstum. Also die Wirtschaft scheint gar nicht zu reagieren. Oder auf diese Zinsanhebungen, doch, wir sehen viele, viele Brüche. Heute Philadelphia Fed Index 21 Monatstief, gerade hier die zukünftige Erwartung, was Neuaufträge betrifft, katastrophal. Eigentlich auf absoluten Rezessionsniveaus. Wir sehen dann hier zum Beispiel, wenn wir mal nach Europa kommen, Nestlé. Die haben deutlich weniger verkauft als gedacht, weil die Konsumenten einfach dann sagen, hey, dann nehme ich lieber eine Billigmarke, irgend so ein No-Name-Produkt, eine Eigenmarke eines Supermarkts, als mir hier die vergleichsweise kostenintensiveren Nestlé-Produkte reinzuhauen. Also was passiert? Nestlé sagt, ja, wir werden jetzt die Preise weiter anheben müssen, weil unsere Kosten eben gestiegen sind. Das heißt, wir sind nach wie vor in einem solchen Prozess, wo Preisanhebungen passieren. Da geht Marge sozusagen, ist in Frage gestellt.
Und Marge ist auch vielleicht das Thema für Deutschland insgesamt. Hier sehen wir mal das Handelsbilanzdefizit mit China wird immer krasser, immer krasser. Wir exportieren immer weniger nach China im Vergleich zu den Importen, die wir aus China bekommen. Die Erholung in China ist maßgeblich überbewertet. Ich hatte das versucht mehrfach schon zu thematisieren. Aber nochmal zurück. Jens Erhardt, das ist ja jemand, der schon 50 Jahre jetzt auf dem Buckel hat in Sachen Börse. Der sagt, das kann und wird nicht lange gut gehen, denn Jens Erhardt ist immer ein Verfechter des monetären Faktors. Er war sehr bullisch, als eben die Notenbanken Liquidität ins System gepumpt haben. Er ist jetzt sehr skeptisch, weil er sagt, wir haben einen Liquiditätsentzug. Das ist der maßgebliche Faktor. Schauen Sie sich das ganze Interview mal bitte an, damit Sie nicht denken, der Fugmann, was redet der denn da den ganzen Tag? Es ist doch alles Nonsens. Ja, aber Jens Erhardt ist da, glaube ich, nicht so weit weg von mir. Wäre vielleicht mal ein interessanter Abgleich mit einem Veteran, könnte man sagen. Aber ich will Ihnen auch mal die Gegenposition, die bullische Gegenposition hier vorstellen. Hier sagt ein Portfolio-Specialist, ja, was sind Sie vom Beruf? Portfolio-Specialist, gell? Ja, was machen Sie? Ja, nix, gell? Ich analysiere. Ne? Das mache ich ja auch, meine Damen und Herren. Jedenfalls, der Gegenwind für die Aktienmärkte beginnt nachzulassen. Also ein sehr bullischer Kommentar. Da ist von Liquidität in dieser Argumentation überhaupt gar keine Rede. Finde ich sehr interessant. Aber jetzt diese zwei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Ich empfehle mich und sage Servus und Ciao.